Ja, ganz herzlich willkommen. Ich bin Bettina Schmidt vom Global Nature Fund und ja, wir koordinieren das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland und die heutige Veranstaltung ist auch Teil einer ganzen Reihe von Seminaren des Netzwerks Lebendige Seen Deutschland, heute zum Thema Seenschutz durch Nährstoffrückhalt in der Fläche. Da darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und darf auch an den Carsten Burggraf weitergeben von der Integrierten Station Holsteinische Schweiz. Denn die Seen der Holsteinischen Schweiz sind ja die lebendigen Seen 2021 und sind da im Frühjahr ausgezeichnet worden. Genau, und die geben den Rahmen für unsere Veranstaltungsreihe. Vielen Dank, Bettina. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen des Vereins Wasserort der Mensch und der Integrierten Station Holsteinische Schweiz, einer Außenstelle des Landesumweltamtes. Wie Bettina schon sagte, sind die Seen in unserer Region zu den Seen des Jahres 2020/2021 ausgezeichnet worden. Kurzzeitig ausgebremst durch Corona haben wir dann unsere Agenda für das Auszeichnungsjahr in die digitale Welt verlegt und diese fünfteilige Online-Seminarreihe ins Leben gerufen. Heute, bei unserem vierten Seminar, wollen wir uns mit dem Thema Seenschutz durch Nährstoffrückhalt in der Fläche widmen. Die Idee zu diesem Thema kam aus dem Vorstand des Vereins Wasserort der Mensch. Wir wollen mit dieser Veranstaltung die unterschiedlichen Eintragspfade von Nährstoffen in die Gewässer darstellen, innovative Ansätze des Nährstoffrückhaltes vorstellen und gemeinsam nach Lösungen suchen, die Nährstofffrachten in unsere Gewässer zu reduzieren. Hierfür haben wir heute eine Reihe von guten Referierenden gewinnen können und ich freue mich gleich zu Beginn auf meine Kollegin Gudrun Plambeck, die uns zu dem Thema Nährstoffeintragspfade in die Seen etwas Erhellung bieten möchte. Gudrun, du bist dran. Du müsstest deinen Ton noch anstellen. So. Können Sie das sehen? Ja, wir sehen es gut Ja. und jetzt Ja. hören wir dich auch. Ja. Wunderbar, dann fange ich jetzt an. Gut, also auch ich möchte Sie herzlich begrüßen. In Schleswig-Holstein sind ja die Seen ein wichtiges Thema. Wir sind ja nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern das seenreichste Bundesland. Wir haben 73 Seen, die wir der EU melden. Und da sie größer sind als 50 Hektar, aber wenn man die Größenordnung ab 1 Hektar betrachtet, dann sind es über 500 Seen und Teiche. Ich freue mich deshalb, Ihnen etwas über die Wege zu erzählen, auf denen der Phosphor in die Seen gelangt. Wir haben sehr unterschiedliche Seentypen. In Schleswig-Holstein gibt es viele flachere, ungeschichtete Seen, die sehr empfindlich reagieren auf Nährstoffeinträge. Diese sind häufig mit Nährstoffen überversorgt und im Sommer charakterisiert durch Blaualgenmassenentwicklung. Hier sehen Sie mal ein paar schöne Bilder vom Bottesheimer See, Bodkamper See und Lanker See, also die in voller Blüte stehen im Sommer. Leider kein schönes Bild. Aber wir haben auch Seen mit einer empfindlichen Unterwasservegetation. Das sind meist die tiefen Seen mit kleinen Einzugsgebieten. Und das sind mesotrophe Seen, die eben auch eine artenreiche Unterwasservegetation aufweisen. Ja, werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf den Zustand der Seen, so wie die Wasserrahmenrichtlinie es verlangt. Die Wasserrahmenrichtlinie verlangt, dass alle Seen im guten ökologischen Zustand sind. Das ist Säule, die Sie sich betrachten müssen vorerst. Und man sieht leider, dass bisher nur das Ziel bei einem See erreicht ist, das ist der Selenter See. Es hat sich jetzt gerade ein zweiter See ergeben, der Schluhensee, den wir aber jetzt nicht melden werden. 19 Seen sind im mäßigen Zustand, 27 im unbefriedigenden und 15 sogar im schlechten Zustand. Betrachtet man das Plankton, hier die ganz linke Säule, dann sieht das Bild schon ein bisschen besser aus. Da sieht man eben, dass 24 oder 25 Seen eben das Ziel erreichen, im sehr guten oder guten Zustand zu sein. 20 sind mäßig und der Rest ist unbefriedigend. Aber bei den Makrophyten
Leider sieht es eben weniger gut aus. Die Unterwasservegetation ist eben eher im mäßigen bis unbefriedigenden Zustand und es gibt auch sehr viel schlechte Seen. Die Tiere, also die wirbellosen Tiere und die Fische haben wir jetzt noch nicht an so vielen Seen untersucht und aus dem Grund, weil das auch nicht das Hauptproblem ist bei den Seen. Das Hauptproblem bei den Seen ist die Eutrophierung und somit das vermehrte Wachstum der Algen. Das wird gesteuert hauptsächlich durch den Phosphor. Und wir betrachten jetzt mal kurz diese Säule hier. Hier sieht man eben, dass die meisten Seen die Orientierungswerte für den Phosphor nicht einhalten, also die Grenzwerte für den guten ökologischen Zustand. Das sind hier diese rosanen. Nur diese hellblauen halten diese Grenzwerte ein und haben somit gute Chancen, den guten ökologischen Zustand zu erreichen. Das sind eben sehr wenige. Das heißt, unser Hauptproblem sind wirklich die vermehrten Phosphoreinträge in die Seen. So, wie gelangt der Phosphor nun in die Seen? Mein Thema. Da gibt es viele Pfade. Er gelangt eben einmal über die durch Erosion und Abschwemmung aus landwirtschaftlichen Flächen in die Seen. Er gelangt eben über Drainagen in die Seen. Kommt auch der Grundwasser ist ein Pfad. Es gelangt über die Regenwasserkanäle, können eine Quelle darstellen. Kläranlagen sind eine Quelle. Und auch der Niederschlag, und zwar der nasse und auch der trockene, also Stäube, können eben eine Quelle darstellen. Da kommen wir gleich noch zu. Grundwasser habe ich genannt. Ja, genau, das Sediment. Auch das kann, wenn es sich im See angereichert hat, bei anaeroben Zuständen eben eine Quelle von Phosphor darstellen. So. Ja, und dann gibt es noch natürlich die Nutzung, hier mal so exemplarisch als ein Schnorchler. Auch die Nutzung, wenn sie dann zu stark ist, kann natürlich eine Belastung geben. So auch Vögel, aber die sind natürlicherweise halt in Seen, aber in besonders kleinen Seen mit vielen Vögeln können auch die Vögel eben einen signifikanten Eintrag beitragen. So, ich sprach von Erosion und von Abschwemmung und wenn man solche Bilder sieht, dann denkt man auch schon, dass da natürlich Nährstoffe im Fluss sind und dass dort einiges in den See, hier vorne zum Beispiel, in den See gelangen kann. Aber auch solche mehr oder weniger punktuellen Einträge, eben Vielsatz, können eben bei einzelnen Seen eine Rolle spielen. Es ist aber schwer, genau diese Einträge, gerade wenn sie von der von über die Fläche in den See gelangen, ist es schwer, diese Phosphoreinträge zu quantifizieren. Deshalb haben wir hier nutzen wir ein Modell. Dieses Modell ist sehr hilfreich. Es wurde entwickelt vom Forschungszentrum Jülich. Und in diesem Modell gehen alle vorhandenen Daten zum Boden, Topografie, Hangneigung, Flächennutzung ein. Und berücksichtigt eben auch mehrere Pfade, wie zum Beispiel eben Schmutzwasser, Regenwasser, Grundwasser, natürlicher Zwischenabfluss, Drainagen, Erosion, Abschwemmung, Deposition auf die Gewässerflächen, also der Regen und der Staub, der auf die Gewässerflächen kommt. Da dieses Modell aber eigentlich nur für größere Flächen berechnet wurde oder ausgerichtet ist, haben wir überprüft, ob es sich auch für kleine Gebiete, also für kleine Seeeinzugsgebiete, plausible Ergebnisse liefert. Und wir haben deshalb unsere gemessenen Frachten, die wir in einzelnen Zuläufen haben, berechnet haben, verglichen mit den Messungen von Jülich. Also hier sind die Messungen vom Luhr und unten die Ergebnisse von dem Modell. Und es zeigte sich eigentlich eine ganz gute Übereinstimmung, sodass wir den Ergebnissen von dem Modell von Jülich vertrauen. Als Ergebnis für alle unsere berichtspflichtigen Seen ergibt sich, dass 62% der FEP-Einträge über die Fläche gelangt, 12% über das gereinigte Schmutzwasser, 10% über versiegelte Flächen und 16% über den Niederschlag auf die Gewässerflächen. Also welche Quelle nun der Schwerpunkt darstellt, das ist beim See zu See unterschiedlich. Je nachdem, was für ein Boden vorherrscht, gibt es eben
Das Regenhügel zum Beispiel überwiegt natürlich die Erosion, die Drainagen, auch das Grundwasser und in Seen, die im städtischen Bereich liegen, wie zum Beispiel Kreuzsee, da überwiegt eben auch, oder kann eben auch der städtische Bereich eine große Belastung stellen. Jeder See hat da eigentlich ein sehr individuelles Muster. Eine weitere Quelle stellt die interne Rücklösung dar. Die möchte ich jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Das heißt also, das Sediment, was bei anaeroben Verhältnissen löst sich der Phosphor dort aus dem Sediment heraus und kann eben auch eine starke Belastung für den See darstellen. Da komme ich gleich noch zu. Es gibt auch noch andere Belastungen, aber da das heute kein Thema ist, möchte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass es auch andere Belastungen, nicht nur die Phosphoreintrag, sondern es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel PCB-Eintrag oder eben zu starker Karpfenbesatz. Aber dafür reicht die Zeit nicht. Ich möchte Ihnen lieber dann noch mal ein Beispiel zeigen. Hier ist es der große Eutiner See. Der Eutiner See wird bewertet hinsichtlich Plankton mit 3 und hinsichtlich der Unterwasservegetation mit 4. Also es gibt einen unbefriedigenden Zustand. Hat eine Seefläche von 2,2 Quadratkilometer, ist maximal 16 Meter tief. Er hat aber eine instabile thermische Schichtung, gehört zum Seetyp 11. Wichtig ist aber, dass jetzt 62% des Eintrages, der ungefähr 760 Kilo beträgt, kommt aus der Fläche, 23% kommt aus der Siedlung, 19% auf dem Niederschlag, direkt auf die Seefläche und 16% Schmutzwasser. Hinzu kommen ungefähr 2 Tonnen aus der Rücklösung aus dem Sediment. Das heißt, das ist der Anstieg des Phosphors im See und im Sommer steigt es eben sehr massiv an. Und je nachdem, wann der See sich umschichtet, wann er sich vermischt, spielt diese Rücklösung eben eine größere oder kleinere Rolle. Wir haben bei dem Eutiner See auch die Frachten berechnet durch Abflussmessungen an bestimmten Zuläufen. Und es hat sich gezeigt, dass ein größerer Teil eben aus dem städtischen Bereich inklusive des kleinen Eutiner Sees kommen. Hier sind 2 Zuflüsse, die haben eher einen kleineren Einfluss. Dann gibt es hier noch wieder einen größeren Einfluss. Das ist der Zufluss aus Zahnekau, der zum einen landwirtschaftlich geprägt ist, aus dem Niedermoor geprägt ist und er ist auch geprägt, aber durch viele kleine Auskläranlagen. Und allein 62 Kilo von den 259 Kilo sind bedingt eben durch Hauskläranlagen. Das ist schon ein recht großer Teil. Und dann gibt es hier noch einen Teil von kleineren Zuläufen, die ungefähr 120 Kilo ausmachen. Und im Zuge da sieht natürlich die Rücklösung mit 2 Tonnen, ist eine große Belastung, die aber wie gesagt nur dann zum Tragen kommt, wenn der See sich wirklich auch durchmischt. Ansonsten fällt der Phosphor wieder aus und kommt nicht zum Tragen. So, jetzt bin ich gleich durch, glaube ich. Ich bin schon 11 Minuten. Oh. Mein Fazit. Der gute ökologische Zustand der Seen wird nur an 1 bis 2 Seen in Schleswig-Holstein erreicht. Das Hauptproblem sind die zu hohen Phosphoreinträge in den Seen. Und für die meisten der 62 natürlichen Wasserrahmenrichtlinienseen spielen die punktuellen Einträge nur eine untergeordnete Rolle. Aber es gibt in 11 Seen, da tragen die Kläranlagen mehr als 20% bei. Und an diesen Seen werden bereits entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Und es gibt neu auch ein Förderprogramm für diese Seen hinsichtlich der Pfefferung in Teichkläranlagen. Zur Reduzierung der diffusen Phosphoreinträge werden zusätzlich landwirtschaftliche Seenschutzberatung angeboten, sowie Flächenerwerb und Extensivierung der Nutzung. An 2 Seen wurde bisher eine interne Pfefferung durchgeführt, um die interne Quelle eben zu besiegen zu bringen. Und an 3 Seen wurden Retentionsbecken gebaut. Aber um Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen, muss noch viel mehr getan werden. Also da sind wir noch nicht am Ende. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
Vielleicht noch meine letzte Folie, vielleicht noch mit meinen Links. Hier, falls Sie noch mehr über die Seen wissen wollen, einmal www.schleswig-holstein, da finden Sie einzelne Informationen über die Seen. Und bei gewässerbewertung.de finden Sie Informationen, wie wir die Seen hinsichtlich der Lebensgemeinschaften bewerten. So, jetzt bin ich wirklich. Ja, vielen Dank, Gudrun. Das war wie immer sehr interessant. Ich würde insgesamt für das Seminar vorschlagen, dass wir kurze Fachfragen an die Referenten nach den Vorträgen zulassen. Längere Fragen für die Diskussion aber gerne immer am Ende des Blockes, sodass wir mit unserer zeitlichen Agenda dabei sind. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie es nicht vergessen, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Und Bettina wird den Chat mit in Beobachtung halten und dann die Fragen von dort aus dann in der Diskussion auch mit einspeisen. So, hat jemand Fragen an Gudrun Plambeck? Da ich jetzt hier nicht alle im Blick habe, auch bitte gerne einfach losreden. Können Sie eventuell noch etwas zu der Rücklösung in den Sommermonaten sagen? Warum ist das besonders hoch? Wahrscheinlich liegt das an den Temperaturen oder gibt es auch noch andere Faktoren? Ja, es ist, liegt daran, diese Rücklösung aus dem Sediment geschieht nur dann, wenn man anaerobe Verhältnisse unten im See hat. Das heißt, wenn man keinen Sauerstoff mehr im See hat, dann löst sich der Komplex von dreiwertigen Eisen zum zweiwertigen Eisen und dieser zweiwertige Eisen bildet nur eine lösliche Verbindung mit dem Phosphor. Also so wie wir unten im See keinen Sauerstoff mehr haben, löst sich dieser Komplex auf und der Phosphor kommt aus dem Sediment heraus. Und sauerstofffreie Verhältnisse haben wir deshalb, weil das Plankton absinkt, also die Algen sinken ab und sterben ab, werden mit Bakterien zersetzt und verbrauchen halt dann den Sauerstoff. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere direkte Fragen zu dem Vortrag? Ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Dann würden wir die Schalte nach Kiel ins Umweltministerium machen, zu unserem Kollegen Michael Trepe. Michael wird uns was über die Allianz für den Gewässerschutz in Schleswig-Holstein berichten. Danke, Carsten. Sieht man meine Präsentation schon? Sie ist noch am Starten, aber wir sehen sie noch nicht. Ja, jetzt kommt sie. Okay. Gut. Gudrun hat da auch schon ein Bild mit Kühen am Wasser. Also die Milchwirtschaft, die Viehwirtschaft prägt weite Teile Schleswig-Holsteins. Ich hatte bei den Teilnehmenden gesehen, dass wir auch ein paar Gäste aus anderen Bundesländern haben. Ich möchte etwas über die Allianz für den Gewässerschutz berichten und werde das aber zu Anfang sehr kurz machen und am Ende etwas mehr auf die Aktivitäten der Gewässerrandstreifen eingehen. Das ist auch das Themenfeld, welches ich bei der Allianz betreue. Die Allianz für den Gewässerschutz wurde 2013 vom Bauernverband Schleswig-Holstein und dem Melund gegründet und sie wurde 2017 um den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände in Schleswig-Holstein und den BDEW erweitert. Die Allianz hat verschiedene Ziele. Hintergrund für die Begründung dieser Partnerschaft waren und sind die Probleme im Grundwasser, aber auch in den Oberflächengewässern. Ziel ist es, ein verbessertes Nährstoffmanagement für den Grundwasserschutz und an den Fließgewässern und Seen zu erreichen. Bei den Oberflächengewässern stehen bisher die Förderung von breiten Gewässerrandstreifen im Vordergrund. Seit ein, zwei Jahren aber auch das Thema Phosphoreinträge wird in der Allianz behandelt. Ich glaube, da gibt es ja auch noch einen Vortrag von einem Beratungsbüro.
Wichtig ist es hier über die rechtlichen Vorgaben aufzuklären und zu informieren und die Landwirtinnen über diese neuen Regeln zu informieren und sie auch zu freiwilligen Maßnahmen zum Gewässerschutz zu animieren. Die Allianz hat ein buntes Spektrum an Aktivitäten. Ein runder Tisch Nährstoffmanagement trifft sich zweimal im Jahr mit etwa 30 Teilnehmenden. Dort sind nicht nur die tragenden Akteure dabei, sondern auch andere Verbände, Naturschutzverbände, Beratungsringe und Ähnliches. Die wesentliche Arbeit geschieht in derzeit sieben Arbeitsgruppen, die Broschüren erarbeiten, zum Teil auch Informationsveranstaltungen erarbeiten. Es gibt Arbeitsgruppen zum Thema Gewässerrandstreifen, zur Ausbringungstechnik. Ein wichtiges Thema war und ist die Entwicklung beim Düngerecht. Es gibt eine Arbeitsgruppe zum Thema Phosphor und seit etwa einem Jahr auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Spurenstoffe, Pflanzenschutz. Neben dem runden Tisch gibt es Winterveranstaltungen, wo teilweise die Beratungsbüros, teilweise aber auch die Landwirtinnen selber von ihren Erfahrungen aus der Beratung berichten. Diese Veranstaltungen werden sehr gut angenommen. Die Allianz präsentiert sich auf der NORLA, einer norddeutschen Landwirtschaftsmesse in Rendsburg, und es wurden und werden einzelne Praxistage durchgeführt. Im Folgenden möchte ich aber vor allem auf das Thema Gewässerrandstreifen eingehen. Dieses bewerben wir im Zusammenhang, im Rahmen dieser Allianz in Schleswig-Holstein besonders. Und dazu gehört natürlich als Hintergrund, dass Gewässerrandstreifen den Gewässern zum einen Raum gegeben. Wir sehen, dass hier Landwirtschaft grenzt ans Gewässer, aber zwischen dem Gewässerbett und der landwirtschaftlichen Fläche ist hier links und rechts ein Gehölzraum etabliert. Dieser Bereich, der ist einerseits Raum, insofern auch Habitat für andere ans Gewässer gebundene Arten. Und dieser Raum schützt vor direkten und indirekten Stoffeinträgen. Wir haben Auflagen an Gewässerrandstreifen. Diese sind im Rahmen der Allianz auch praxisgerecht aufbereitet worden. Die wesentlichen Auflagen ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz. Der Randstreifen ist im Außenbereich 5 Meter breit. Neu hinzugekommen ist mit Paragraph 38a, dass wir eine dauerhafte Begrünung ab 5% Hangneigung haben. Dies gilt seit Sommer 2020. Nach Landeswassergesetz sind in dem ersten Meter Abwischungsoberkante das Pflügen, das Düngen und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verboten. Für Pflanzenschutzmittel gelten darüber hinaus die mittelspezifischen Auflagen und aus der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, die ja vor etwa einem Monat geändert wurde, dass Pflanzenschutzmittel entweder nur ausgebracht werden dürfen, wenn der angrenzende Streifen auf 5 Meter begrünt oder in einem Abstand von 10 Metern ausgebracht werden dürfen. Hierzu sind Arbeiten in Schleswig-Holstein in Vorbereitung. Die Verordnung wird wahrscheinlich mit einer Landesverordnung der Wasserwirtschaft im Sommer 2022 in Kraft treten. Gegenwärtig werden Regelungen für gewässerreiche Niederungen formuliert.
Diese daneben, neben diesen Abstandsauflagen gibt es natürlich noch weitere Auflagen zur Ausbringung von Düngemitteln. Diese sind hier auch beispielhaft in einem anschaulichen Faltblatt dargestellt worden, sodass die Landbewirtschaftenden diese Informationen auch bei der Bewirtschaftung zur Hand haben. Diese Regelungen variieren nun mal von Bundesland zu Bundesland und machen es auch den Landbewirtschaftern, weil sie so vielfältig sind, nicht einfach, sie immer einzuhalten. Neben diesem gesetzlichen Randstreifen sichern wir als Land schon seit langem dauerhafte Randstreifen und im Rahmen der Allianz für den Gewässerschutz wurde das Angebot nochmal grundlegend überarbeitet. Hierzu wurde ein einfaches Verfahren eingeführt. Es wird über den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände abgewickelt. Er hat für die Finanzierung einen Verfügungsrahmen zur Verfügung. Gleichzeitig wurden Entschädigung und Verkauf attraktiver gestaltet. Es gelten naturräumlich angepasste Einheitspreise mit einem leichten Anreizfaktor. Die Kulissen wurden erweitert. Dieses Angebot gilt für die Vorranggewässer und für alle Gewässer in deren Einzugsgebieten. Darüber hinaus wollen wir von Seiten des Landes nicht nur Randstreifen sichern, sondern wir wollen auch die Eigentümer der Gewässerrandstreifen beraten, um die Randstreifenqualität zu verbessern. Darauf gehe ich am Ende nochmal ein. Wir haben für die Sicherung einfache Kriterien, um sozusagen Landeigentümer zu motivieren, ihre Flächen bereitzustellen. Die Kriterien sind: der Randstreifen, der zur Verfügung gestellt wird, muss mindestens 10 Meter breit sein. Wir sichern aber auch ganze Flurstücke, die an Gewässern liegen. Der Randstreifen liegt am Gewässer innerhalb der Förderkulisse, das ist Grundvoraussetzung, und die Pauschalpreise, die wir entwickelt haben, werden akzeptiert. Das ist Voraussetzung, damit dieses Verwaltungsverfahren einfach durchgeführt werden kann. Die Preise sind aus der regionalen Kaufpreisstatistik der Landwirtschaft abgeleitet. Sie differenzieren zwischen Grünland und Acker und haben einen leichten Aufschlag von 10%, sodass wir hier auch dem politischen Willen nach einem Anreiz gerecht werden. Die Kulisse zeigt diese Karte. Sie gefördert werden können über den Verfügungsrahmen Randstreifen in den Einzugsgebieten der Vorranggewässer und zusätzlich im Einzugsgebiet der Schlei. Das ist etwa mehr als ein Drittel der Landesfläche. Wir sichern zu 100% bei Kauf und zu 80% bei Entschädigung. Wenn Flächen innerhalb der Hangneigungskulisse liegen, beträgt die Entschädigung 60%. Und die Wasser- und Bodenverbände bekommen zusätzlich eine kleine Aufwandsentschädigung, je nach Umfang der geleisteten Summen für ihre Vermittlungstätigkeiten. Die Preise variieren je nach Region. Sie liegen für Acker im Mittel zwischen 3 und 4 Euro pro Quadratmeter und im Grünland bei zwischen 1,70 und 2 Euro pro Quadratmeter. In Schleswig-Holstein sind mehr als ein Viertel der Gewässerrandstreifen an Fließgewässern bereits dauerhaft gesichert. Dennoch ist ihre Qualität im Sinne des Gewässerschutzes noch nicht befriedigend. Auch an den Seen sieht es statistisch gesehen besser aus.
Hier sind zwei Drittel dauerhaft gesichert. Allerdings sind diese Randstreifen häufig auch aus Sicht des Seenschutzes zu schmal. Insofern besteht bei der Entwicklung der Randstreifen an Fließgewässern und Seen nach wie vor erheblicher Entwicklungsbedarf. Aus diesem Grund haben wir in 2019 eine Broschüre im Rahmen der Allianz für den Gewässerschutz mit allen Partnern erarbeitet, die Beispiele zeigt, wie die Gewässerrandstreifen mit einfachen Mitteln strukturell aufgewertet werden können. Ich möchte dies hier an einer Grafik, die mein Kollege Malte Lorenz gezeigt hat, einmal nochmal erläutern. Je nachdem, von wo man schaut, wir sehen in dem unteren Bereich den idealen Gewässerrandstreifen, der freiwillig dort angelegt werden kann, wo genügend Fläche ist, der sich in verschiedene Gehölzzonen aufteilen kann und natürlich eine optimale Barrierewirkung, eine optimale Verwaltung und optimale Habitatwirkung entfalten kann. Ganz oben in dieser Grafik sehen wir den westlichen Gewässerrandstreifen, der an den meisten, der an in Schleswig-Holstein 1 Meter breit ist. Hier wird es im Rahmen der Agrarpolitik ab 23 Veränderungen gegeben, der aber natürlich diese für den Gewässerschutz wichtigen Funktionen nur in begrenztem Maße erfüllen kann. Und ausgehend davon hat man dann je nach Situation vor Ort unterschiedliche Möglichkeiten, den Randstreifen anzulegen. Wenn ich 10 Meter gesichert habe, kann ich ihn naturnäher zum Beispiel begrünen. Ich kann aber auch schmale Gehölzsäume dort etablieren oder Gehölzinseln, sodass man zumindest eine leichte Beschattung des Gewässers ermöglicht. Oder wenn ich mehr Fläche, ganze Flurstücke oder eventuell auch ganze Niederung habe, kann ich breitere Randstreifen anlegen. Ich kann eine extensive Nutzung hinter dem Randstreifen etablieren oder auch eine intensivere Nutzung dort zulassen. Neben diesem Konzept des funktionalen Randstreifens mit Hinweisen zu den dort Wert oder zu den Gehölzarten, die dort gepflanzt werden, wird diese Broschüre durch Beispiele aus Schleswig-Holstein abgerundet. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, vielen Dank, Michael. Das war wieder sehr interessant. Das eben Gesagte zu den Fragen gilt natürlich jetzt schon wieder nicht, weil Michael uns nachher verlassen muss zu einer anderen Veranstaltung. Insofern haben wir die 5 Minuten auch Zeit für sämtliche Fragen an Michael Trepel. Jetzt habe ich hier auch einen Überblick über die Zuhörer. Sie können auch gerne diesen Button Reaktionen nutzen mit Handheben. Dann sehe ich, wenn es mehrere in der Reihe gibt, die was sagen oder fragen möchten. Ich sehe eine Wortmeldung von Gerrit. Gerrit Band. Sie sind noch stumm geschaltet? So. Sehr gut, danke. Hallo. Ich bin jetzt hier in Verantwortung von einem See schon seit, meine Familie besitzt den See 60 Jahre. Wir haben unheimliche Probleme durch Landwirtschaft und wir haben
früher irrsinnige Redkriegen gehabt, die einen Teil des Phosphors und Stickstoffs aufgenommen haben. Es ist hier hügelig durch die, vor allen Dingen die Stickstoffe, die kommen alle durch, ja, jetzt ist heutzutage, muss dann der Mist in die Erde eingearbeitet werden. Ja, danke. Aber bis jetzt war es eben immer oberflächlich und habe ich vor allen Dingen bei den bei den Äckern, die steilere Hänge hatten, da sah man mit Namen diese ganz großen Algenprobleme und das ganze Reet ist zurückgegangen. Hinzu kommt leider Gottes, und das darum reagiere ich jetzt, merke ich, dass die von Ihnen so gewünschten Bäume einen unglaublichen negativen Effekt hat auf unsere Reet kriegen, die kaum zurückkommen und da, wo viele Bäume sind, gar nicht mehr zurückkommen. Und die im Grunde als einziger Schutz oftmals dienen, da ich wahnsinnig viel Drainagerohre habe im See. Und ich möchte da eigentlich mal gerne eine Information vom Ministerium haben, wieso man so gerne so hohe Bäume hat, überall, und die mir meine ganzen Redkriegen kaputt macht, zumindest in den kleineren Seen, und die einzigen Schutz im Grunde sind, um diese ganzen Stickstoffprobleme und Phosphorprobleme in Griff zu kriegen. Vielleicht als kurze Ergänzung an Michael. Frau Oldenburg ist die Eigentümerin des Grebiner Sees und auch Anwohnerin dort. Ja, ich wollte das eigentlich differenzierter darstellen, und es ist ja in unserer Grafik in der Broschüre auch differenzierter dargestellt. Wir schlagen ja vor, dass die Gewässerrandstreifen an die Örtlichkeit angepasst werden. Im Idealfall ist ein Randstreifen, und dann hat er die größte Schutzwirkung für das Gewässer, mit Gehölzen bestanden. Wir haben aber in der Broschüre, das haben wir insbesondere auch für die Marsch aufgeschrieben, dort können auch breite Schilfröhrichte am Gewässer oder angrenzend stehen. Die haben natürlich auch eine Schutzwirkung. Diese ist aber in der Summe geringer, als wenn ich einen gehölzbestandene Strukturen habe. Wir sagen nicht, das möchte ich nochmal betonen, dass wir überall an den Gewässern Gehölze haben wollen. Aber wenn wir wir sichern die Randstreifen zu 100%. Wir kaufen als Land ganze Niederungen auf. Und dann können wir auch erwarten, dass diese Flächen für den Gewässerschutz optimal entwickelt werden. Das sieht natürlich auf Privatflächen anders aus. Da kann dann jeder selber entscheiden, wie er seine Flächen optimiert. Dazu gibt die Broschüre Beispiele. Aber für die öffentlich geförderten Flächen möchten wir schon, dass diese sich für den Gewässerschutz auch von ihren Strukturen her optimal entwickeln. Darf ich dann fragen? Da haben die Gehölze eben dann eine breitere Schutzwirkung. Und wie kommen Sie auf diese Idee? Weil ich habe das leider nie nachvollziehen können, aus der Sicht natürlich meines eigenen Sees nur. Komme ich da nicht zum Schluss, weil mit Holz oder nicht, habe ich die größten Algenformungen gehabt bei den Bäumen. Und nur wenn ich Reet hatte, ging bei mir die Algenformung, die alles erstickte, zurück. Und das ist für mich natürlich sehr frustrierend, abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Recht habe, weil dann die Behörden mir natürlich sagen würden, bei Frau Oldenburg, Sie dürfen ja hier nicht mal als Knick dürfen Sie das absägen. Also ich habe überhaupt keine Freiheit, selber entscheiden zu können. Das ist ja auch ein Unikum, das dürfen die Landwirte, aber ich als Seebesitzer darf überhaupt gar nichts.
Ich wollte nur mal als Anstoß daran denken, dass es vielleicht auch ganz verschiedene Situationen gibt. Dieser See hat zum Beispiel sehr große, breite Flächen, wo früher 8 Meter Reet gestanden hat. Der ist jetzt meistens zurückgeschrumpft auf 2 Meter in den letzten 20 Jahren. Und ich würde da meiner Ansicht nach durch landwirtschaftlichen Einfluss vor allen Dingen irrsinnige Mengen Stickstoff, die hier immer in den See reingehen und die ich auch nicht verhindern kann. Und ich weiß, ich bin eine kleine Person in einem großen Land und jeder ist etwas anderes. Aber ich würde so gerne befürworten, dass man, wie Sie schon sagten, viel mehr noch an die Lokalität angreift und guckt, was wirklich da am besten arbeitet und diese Möglichkeit auch den verschiedenen Gebieten gibt, dass man mit einem Gremium oder mit Leuten umspricht und sagt, wie erreiche ich das Ziel? Mit welchen Möglichkeiten kann ich das noch besser erreichen, außer dass wir jetzt sagen, Bäume sind das Beste oder Schilf ist scheißegal, aber irgendwas als Bestes zu promoten. Naja, also Ihre erste, also bei dem zweiten bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, das sind auch die Arbeiten, die vom Wasser- und Bodenverband oder auch vom LUR mitbetrieben werden, in Arbeitsgruppen für einzelne Seen Maßnahmen zu entwickeln. Ihre Frage, wie wir dazu kommen, auch Gehölze im Idealzustand zu entwickeln, dann, das ist, lässt sich insofern einfach beantworten, weil wir natürlich dann natürliche Verhältnisse im Blick nehmen. Wir haben eine natürliche Verlandungszone, wenn ich vom See aus betrachte, eine offene Wasserfläche, mit flacher werdenden Wasserständen, dann eine Schwimmblatt- und Schilfzone, an die sich dann landseits im Überflutungsbereich natürlicherweise ein Erlenbruchwald angrenzt. Diese Zonen finden wir auch an zahlreichen Seen in Schleswig-Holstein, aber eben nicht an allen. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, da bin ich jetzt aber nicht drauf eingegangen, das machen, glaube ich, andere Rednerinnen heute noch, das ist das Thema Umgang mit landwirtschaftlichen Einträgen. Das ist ja sozusagen die zweite Strategie, die man hier braucht, um auch die Flächen vernünftig zu bewirtschaften. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, um weniger Stoffeinträge in die Seen zu bekommen. Ja, danke. Dann vielen Dank. Dann würde ich gerne mit Blick auf die Uhr Richtung des nächsten Vortrages gehen. Ich sehe noch, Frau Borgwardt hat noch eine Meldung. Können wir die in die Diskussion mitnehmen oder sind die direkt an Herrn Trepel noch? Die sind direkt an Herrn Dr. Trepel. Ganz kurze Frage, Herr Dr. Trepel. Ich bin beim LBV SH, also für Straßenbau, tätig im Land. Und wir sind bei unseren Vorhaben, die ja Eingriffe in Natur und Landschaft sind, auch immer verpflichtet, diese auszugleichen und sind da auch auf der Suche nach möglichen Flächen. Und da sind natürlich auch Flächen an Gewässerrandstreifen für uns auch sehr interessant. Würde das irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man da irgendwie zusammenarbeitet? Weil wir haben natürlich dann in dem Sinne, stehen uns ja dann auch Gelder zur Verfügung, um solche Flächen zu erwerben oder die Kompensationsleistung dort zu erwerben. Da können wir uns sicherlich mal drüber unterhalten. Da fallen uns, ich glaube, da fällt auch Frau Kirschnick-Schmidt sehr viel ein, wie der Straßenbau eventuell kompensieren kann. Das kann über die Anlage von Randstreifen sein. Das kann natürlich auch über die Herstellung der Durchgängigkeit an Straßenquerungen sein. Das sollten wir vielleicht mal in einem anderen Rahmen vertiefen. Genau, aber es scheint ein sehr produktives Seminar heute zu werden. Das freut mich sehr, dass wir jetzt schon über Finanzierungsangebote sprechen. Ich würde aber gerne den nächsten Vortrag ankündigen. Wir haben einen Doppelvortrag zu dem Thema Möglichkeiten des Nährstoffrückhaltes durch die Wasser- und Bodenverbände. Und dieser Vortrag wird zum einen gehalten von Frau Kirschnick-Schmidt. Sie ist die Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes Ostholstein. Und ihr zur Seite steht Frau Dr. Kirsten Rücker vom Ökologiezentrum der Universität in Kiel. So, Hanna, dann ist es an dir.
Ja, vielen Dank, Carsten. Vielleicht nochmal ganz direkt zu Frau Borgwardt. Also da haben wir ganz viele Möglichkeiten, können wir da finden, wo wir zusammenkommen mit Maßnahmen. Das sollten wir eben an anderer Stelle weiterverfolgen. Ja, also auch ich möchte, obwohl wir jetzt ja schon fortgeschritten sind, möchte alle nochmal im Namen des Wasser-Otter-Mensch-Vereins und des Wasser- und Bodenverbandes Ostholstein begrüßen. Ich freue mich schon jetzt an dieser Stelle, dass eben wir so viele tolle Referenten und Referentinnen haben, die diese ganzen Aspekte dieses hochaktuellen Themas Nährstoffe beleuchten. Das vorweg. Jetzt zu unserem Part hier. Der Wasser- und Bodenverband Ostholstein ist ja geschäftsführender Oberverband und betreut eben besonders die Wasser- und Bodenverbände Schwartau und Schwentine bei der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Und beide sind eben Vorranggewässer und insofern eben auch sehr im Fokus. Ja, nachdem wir im ersten Bewirtschaftungszeitraum uns vorrangig um die Herstellung der Durchgängigkeit bemüht haben, steht eben jetzt mehr im Fokus Nährstoffeintrag, Schadstoffeintrag, also die Qualität der Gewässer. Und die Möglichkeiten, über Gewässerrandstreifen die Einträge aus landwirtschaftlichen Flächen zu reduzieren, da hat ja Michael Trepel hat das vorgestellt, haben diese beiden Verbände Schwartau und Schwentine an im Hauptgewässer und auch an Nebengewässern schon im großen Umfang sehr erfolgreich gemacht. Also nicht nur Randstreifen, sondern auch größere Flächen. Das läuft sehr gut. Weniger in letzter Zeit über Kauf als über die Entschädigungsgeschichte. Das scheint den Eigentümern, die Eigentümer mehr anzusprechen. Also das ist ja der eine Weg, Nährstoffeinträge zu reduzieren. Der andere Weg, den die Verbände gehen, ist eben auch zu versuchen, jenes Wasser, was aus Drainagen kommt, abzufangen und vor Einleitung in das Gewässer zu reinigen. Und hier gibt es ja verschiedene Modelle, Möglichkeiten. Eins davon wollen wir heute beleuchten. Also wir haben zum Beispiel im Schwentine-Bereich haben wir Nährstoffteich. Da wird eben über ein Schilfbeet versucht, das Wasser zu reinigen. Auch ganz interessant. Und eine weitere Möglichkeit ist die integrierte Pufferzone, IBZ. Die im Schwartau-Bereich, also an einem Nebengewässer der Schwartau, umgesetzt worden ist. Das ist ein Modellprojekt, das wird auch eben aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie aus Landesbundes-EU-Mitteln finanziert. Die Idee kommt eben vom Christian-Albrecht-Universität Ökosystem, Institut für Ökosystemforschung, also von Professor Schrautzer und Kirsten Rücker. Wir arbeiten da seit einigen Jahren eng zusammen. Und ich bin jetzt sehr froh an dieser Stelle, dass Frau Rücker sich bereit erklärt hat, jetzt diese Anlage vorzustellen, weil die das nämlich viel besser kann als ich. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch an Frau Rücker übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kirschnick-Schmidt. Ich initialisiere mal die Bildschirmpräsentation. Ja, an dem Projekt, das wir gemeinsam bearbeiten in Kooperation, sind natürlich noch mein Projektleiter und Arbeitsgruppenleiter Professor Joachim Schrautzer beteiligt, dann von der Technik und also Betreuung der Messtechnik Herr Thomas Zakel. Und vom Wasser- und Bodenverband Ostholstein ist auch noch Herr Holstein integriert in das Projekt, der auch die Planung und Bemessung der Anlage vorgenommen hat. Ja, integrierte Pufferzonen. Das ist ein Konzept, was wir aus Skandinavien importiert haben, diese Idee. Diese Anlagen sind in Schweden entwickelt worden, in Südschweden. Und einige davon befinden sich jetzt auch in Jütland, in Dänemark. Und eine weitere Anlage auch in Schottland. Und nun haben wir die erste Anlage in Deutschland installiert, und zwar in Bövs im Kreis Ostholstein. Und untersuchen diese Anlage jetzt hinsichtlich ihrer Eignung als Maßnahme des Gewässerschutzes. Ja, was ist eine integrierte Pufferzone überhaupt?
Das ist eine gewässerparallele Anlage, die man installiert, um Drainagewasser aufzufangen und zu reinigen, bevor es die Vorflut abgegeben wird. Und zwar funktioniert das so, dass man in einem gewässerparallelen Graben das Drainagewasser auffängt. Dort wird es angestaut. Erste Prozesse finden dort schon statt. Dann wird ab einer Überstauhöhe von 5 cm die sogenannte Infiltrationsfläche überstaut. Die ist im idealen Fall mit heimischen und typischen Gehölzen bestanden, in diesem Fall Erlen. Dort kommt es zur Infiltration des Überflutungswassers und zur langsamen Abgabe des Wassers an die Vorflut über den Boden. Im Foto sieht das Ganze so aus. Das ist die Anlage in Wübs im Frühjahr 2019. Entschuldigung, da kommt das Wasser also über die Einlaufdrainage hinein. Man sieht schon, dass das Wasser stark mit Nährstoffen belastet ist. Das ist im Frühjahr die typische erste Algenblüte. Dort findet schon der erste Rückhalt von Wasser und Nährstoffen statt in diesem Graben. Der Wasserstand ist regulierbar, hier in diesem Fall auf 5 cm. Dann wird die Überstaufläche involviert, wenn dieser Wasserstand erreicht wird und es kommt zur Infiltration des Wassers in dieser mit Erlen bestandenen Fläche. Dabei kommt es zu verschiedenen Rückhaltungsprozessen. Das ist zum einen natürlich die Nährstoffaufnahme über den Erlenbewuchs, aber auch zur Sedimentation, zum Beispiel von partikulärer Substanz oder zu Transformationsprozessen während der Versickerung im Boden. Dadurch wird das Drainagewasser gereinigt und langsam dann an die Vorflut abgegeben. Ja, wir sind ja angetreten, um das Ganze zu untersuchen, ob es denn wirklich auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Dazu haben wir ein Messprogramm entworfen, das wir seit Anfang 2019 durchführen. Da werden im zweiwöchentlichen Rhythmus Proben entnommen, Wasserproben, und im Labor auf Nährstoffe analysiert. Das ist zum einen der Zulauf der Drainage, dann der Überlauf und der Graben, in dem das Wasser gesammelt wird, also der Überlauf in Vorflut auch. Und in der Infiltrationsfläche haben wir sogenannte Piezometer installiert, die die Wasserentnahme in zwei verschiedenen Tiefen, einmal im Bereich 30 cm unter Geländeoberkante, also im Bereich der jungen Erlenwurzelzone, und im Bereich 70 cm unter Flur, der im Moment noch unterhalb der Wurzelzone liegt, ermöglichen. Zusätzlich werden verschiedene hydrologische Parameter untersucht, und zwar zum einen die Zu- und die Abflüsse über Drucksonden und die Wasserstände, und auch weiterhin haben wir dann noch eine Wetterstation installiert, um Klimaparameter zur Bildung von Wasserbilanzen zu messen. Ziel ist also eine umfassende Analyse der Wasser- und Stoffbilanzen unter realen Bedingungen. Das sind mal ein paar Werte zu den Niederschlägen und den aus anderen Klimaparametern berechneten potenziellen Verdunstungsraten dieser Fläche. Die beziehen sich jetzt noch auf die potenzielle Gras, also die Referenzverdunstung, die Grasverdunstung. Im Laufe der Zeit werden die Erlen immer weiter an Bedeutung gewinnen, und das wird dann über Bestandesfaktoren eingebracht. Zusätzlich werden Zuläufe und Abläufe gemessen und daraus eine Wasserbilanz berechnet, die man im unteren Teil der Grafik sieht. Das ist also die Wasserbilanz besteht aus Zulauf plus Niederschlag minus Evapotranspiration minus Ablauf und stellt eben die Wassermenge dar, die zur Infiltration zur Verfügung steht in der Überflutungsfläche. Hier ist mal eine Zusammenfassung einer Wasserbilanz aus dem Beispieljahr 2019, einem sehr trockenen Jahr eher. Wir haben einen Niederschlag von 750 mm und schon eine recht hohe Verdunstung von 580 mm. Was man aber in den Zeilen darunter sieht, Zulauf, Überlauf und auch die Infiltrationsmenge sind weitaus bedeutender auf dieser kleinen Fläche von etwa 500 Quadratmetern. Das heißt, das sind hier wirklich die steuernden Größen in der Wasserbilanz. Gucken wir dann mal auf die andere Seite, auf die Nährstoffe.
die wir dort gemessen haben. Ich habe jetzt hier mal die Stickstoffe, also die verschiedenen Stickstoffwerte mitgebracht. Zum einen in der oberen Grafik die Nitrat-N-Konzentration und in der unteren Grafik die Gesamtstickstoffkonzentration. Da sieht man sehr schön an der blauen Kurve, das ist nämlich der Zulauf über die Drainage, dass diese Konzentration sehr hohe Werte erreichen können, also bis zu 45 Milligramm Nitrat pro Liter und bis fast 60 Milligramm Gesamt-N pro Liter. Man sieht auch sehr schön, dass die rote Kurve, das ist der Graben, in etwa dieser Linie folgt im Winter, im Sommer aber sehr stark absinkt. Also dort finden auch schon interne Prozesse statt. Die restlichen Linien sind alle die Piezometer im tieferen Bereich. Das heißt, wir haben hier sehen hier schon deutliche Anfangseffekte mit noch erhöhten Konzentrationen, die aber im Laufe der Zeit stark abnehmen. Das ist also ein erster Hinweis darauf, dass das Ganze ganz gut funktioniert, dass die Nährstoffkonzentration mit der Tiefe auch während Überflutungsereignissen relativ niedrig sind. Wir müssen natürlich dann zur genauen Beurteilung die Stoffbilanzen heranziehen und die berechnen wir im Zulauf auf täglicher Basis. Das sieht man hier mal auf der linken Achse. Das sind die Einträge Kilogramm Gesamtstickstoff pro Tag. Da sieht man ganz schön, das schwankt also im Winter von sehr hohen Werten mit verschiedenen Ereignissen. Im Sommer gehen die Einträge runter, kommt auch nicht viel Drainagewasser an. Und im Herbst steigt das Ganze dann wieder an. Und auf der rechten Achse sieht man dazu den prozentualen Rückhalt dieser Einträge. Und da sieht man ganz schön, wenn man sich hier diese kleine blaue Linie betrachtet, das ist die Nulllinie der Retention. Alles, was darüber liegt, ist Rückhalt und alles, was darunter liegt, ist Austrag. Jetzt ist dieser eine Austrag im Sommer erscheint sehr hoch. Wenn man aber die Einträge sieht, ist es alles insgesamt als eher niedrig zu betrachten. Wir haben also einen überwiegenden Rückhalt von Nährstoffen oder von Stickstoff in diesem Fall. Hier sind mal die Gesamtbilanzen auch mit Phosphor, denn wir reden ja heute über Seen, dass ja auch der Phosphor sehr, sehr wichtig. Wir haben insgesamt einen Rückhalt von etwa 30 oder 33 Prozent Gesamt-N und etwa 43 Prozent in diesem Fall Orthophosphat. Das Phosphat liegt in der Drainage hier tatsächlich überwiegend als gelöst vor. Deswegen habe ich hier das Orthophosphat herangezogen und dort sind auch die Einträge nicht so hoch. Schaut man sich mal die Gesamteinträge an von Gesamt-N, so sind sie doch sehr hoch, also 14.000 Kilogramm pro Hektar pro Jahr gehen in die Anlage rein und davon werden etwa 4.600 Kilogramm pro Hektar pro Jahr zurückgehalten. Das ist also eine sehr hohe Menge. Hier ist mal die Anlage kurz nach dem Bau. Da sieht man sehr schön die Überflutung. Das ist bei den jetzigen Bildern gar nicht mehr so genau zu sehen, weil die Erlen mittlerweile 4 Meter hoch sind. Und hier sieht man auch noch mal ganz schön unser Messkonzept. Hier in der Mitte sind diese Stege, Messstege mit diesen Grundwasserröhren, also diesen Piezometern, die wir da eingebaut haben. So, mal der Vergleich zu den dänischen Anlagen. Wie schneidet unsere Anlage denn so ab oder wie ist insgesamt so die Leistung dieser Anlagen? Wir haben eine hydraulische Fracht, also in Millimeter gerechnet, was pro Tag reingeht in die Fläche von 107 Millimeter. Im Vergleich dazu haben die dänischen Anlagen im Schnitt eine wesentlich höhere hydraulische Fracht. Trotzdem ist der Wasserrückhalt bei uns mit 30 Prozent in einem ähnlichen Bereich wie in den dänischen Anlagen, wobei die dort noch stärker streuen. Also die haben auch Anlagen mit nur 10 Prozent und Anlagen bis zu 60 Prozent, was sehr stark von der Bemessung, von der Flächengröße und auch von den Bodeneigenschaften abhängt. Die Nährstoffrückhalt, der Vergleich der des Nährstoffrückhalts zeigt, dass wir auch da in einem ähnlichen Bereich liegen, etwa 33 Prozent Gesamtstickstoff, in Dänemark ähnlicher Bereich, aber die absolute Menge ist wesentlich geringer, weil eben die Konzentrationen, die da einlaufen, auch wesentlich geringer sind. Im Vergleich dazu mal die Drainteiche der Stoffrückhalt. Da gibt es eine Literaturauswertung
aus dem Jahr 2017. Die schwanken zwischen 4 und 85%. Und sage und schreibe 11.000 und 13.000 Kilogramm pro Hektar pro Jahr. Das ist also eine sehr große Bandbreite. Auch da hängt der Stoffrückhalt wieder davon ab, wie das Ganze geplant, bemessen oder designt ist und wie lange auch die Verweilzeiten des Wassers in dem jeweiligen System sind. In der Regel ist dieser Wert aber, wird eher nicht so oft erreicht, dieser ganz hohe von 13.000 Kilogramm pro Hektar pro Jahr. Das war wirklich eine einzelne Anlage, für die das angegeben wurde. Insgesamt liegen wir also mit den integrierten Pufferzonen in einem sehr guten Bereich. Wir haben also einen hohen flächenhaften Rückhalt von Stickstoff und Phosphor. Der Wasserrückhalt ist allerdings noch steigerungsfähig. Da kann man durch gezielte Maßnahmen des Designs oder der Anpassung des Wasserstandes sicherlich noch zu einem höheren Wasser und damit auch zu einem höheren Stoffrückhalt kommen. Was über längere Zeit auch beobachtet werden sollte, ist zum einen die Entwicklung der Anlage. Man sieht hier die jungen Bäume. Die wachsen natürlich, die Nährstoffaufnahme wird sich entsprechend verändern, aber auch durch Durchwurzelung des Bodens. Und was insbesondere dann auch noch Augenmerk bedarf, sind die Akkumulations- und Rücklösungseffekte, die möglicherweise auftreten können, wenn zum Beispiel immer mehr Phosphor in die Anlage gerät und es dann wieder zu diesen Überstausituationen kommt, inwieweit das System dann dort reagiert. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch gerne mich bei allen Personen bedanken, die an der Realisierung des Projekts beteiligt sind. Insbesondere natürlich den Wasser- und Bodenverband, auch das LKN und auch Herrn Trepel vom Melund, der das Projekt von Anfang an eben auch gefördert hat, dass wir das überhaupt hier umsetzen konnten in Deutschland. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Rücker, vielen Dank, Hanna. Bei der Anmoderation ist mir natürlich der Fauxpas unterlaufen, Hanna nicht als Vorsitzende Verein Wasser unter Menschen damit vorzustellen. Insofern in Doppelfunktion. Wenn es dringende Fragen gibt an die beiden, können wir die jetzt mit reinnehmen, sonst würde ich es durchaus gerne in die Diskussion schieben und dem Thema Gewässerberatung jetzt dann die Bühne überlassen. Ich schaue einmal kurz durch, ob sich jemand hier meldet. Gut, dann vielen Dank nochmal für den interessanten Vortrag, besonders an Frau Dr. Rücker mit den interessanten Messwerten. Ich würde jetzt gerne Herrn Lorenz Schneider vom Büro Ingus aufrufen mit seinem Vortrag über landwirtschaftliche Gewässerschutzberatung durch das Land Schleswig-Holstein. Hatten wir ja eingangs schon von Gudrun Plambeck und Michael Trepel erwähnt, dass das Land Schleswig-Holstein da ein Interesse an der Gewässerschutzberatung macht und hierfür eben Auftragnehmer für einige Gebiete ist das Büro Ingus. Bitte sehr, Herr Schneider. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, man kann das System in den Vortrag sehen. Sehen Sie die Präsentation? Ja, man kann es sehen. Man kann es sehen. Okay, jetzt verstehen wir das auch. Okay, wir fangen an. Mein Name ist Lorenz Schneider, ich arbeite für das Ingenieurbüro Ingus. Wer uns noch nicht kennt, wir sind in Norddeutschland aktiv in der Gewässerschutzberatung, sind landwirtschaftlich, wasserwirtschaftlich Ingenieurbüro und beraten eben Landwirte in unterschiedlichen Beratungsgebieten zu einer gewässerschonenden Wirtschaftsweise. Und Sie sehen hier in den kleinen blauen Gebieten, das sind Wasserschutzgebiete, wo wir in der Beratung tätig sind. Und die großen grüneren Gebiete sind Wasserrahmenrichtliniengebiete. Die halt von der Größe deutlich größer sind und auch mehr Land. Herr Schneider, könnten Sie vielleicht bitte das Mikrofon noch ein bisschen höher nehmen? Wir hören Sie etwas schlecht. Okay, hören Sie mich jetzt besser? Ein bisschen besser, ja. Ja, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Es ging 1994 in Niedersachsen los, wo auch unser Hauptsitz ist. Und 2002 begann dann auch die Gewässerschutzberatung in Schleswig-Holstein. Hier begann es in den Wasserschutzgebieten, also dort, wo wirklich Wasser für die menschliche Ernährung gefördert wird, wo es
seitdem Landwirte eben zu einer gewässerschonenderen Wirtschaftsweise beraten werden. Das Land Schleswig-Holstein hat sich dann im Jahr 2008 dazu entschieden, die Beratung von diesen kleinen Gebieten auszuweiten auf den allgemeinen Gewässerschutz, also wo es in der Wasserrahmenrichtlinie, wie sie 2008 geschaffen wurde, hauptsächlich auf den Geestrücken, hauptsächlich um die Grateinträge ging. Dort ging die Beratung in 6 Gebieten jeweils 20 Referenzbetrieben los. Im Jahr 2015 wurden dort dann die Mittel aufgestockt, die Gebiete teilweise vergrößert. Und es konnten alle Landwirte, die innerhalb der 6 Beratungsgebiete Flächen haben, an der Beratung kostenlos teilnehmen. Im Jahr 2019 wurde denn die Beratung ausgedehnt auf die da im Rahmen der Düngeverordnung ausgewiesenen Fehlkulisse ausgedehnt wurde. Und im Jahr 2021 kamen dann nochmal 5 zusätzliche Beratungsgebiete hinzu, sodass, wie man das hier sehen kann, jetzt ist im Gesamtschleswig-Holstein eine Beratung in Anspruch genommen werden kann von den Landwirten. Hier in blau dargestellt sind diese 6 ursprünglichen Beratungsgebiete, wo wir aktiv sind, im BG 4 und BG 5, also 2 der 6 Gebiete. In grün dargestellt sind die 3 zusätzlichen Beratungsgebiete, die durch die Fehlkulisse hinzugekommen sind, und in gelb dargestellt seit diesem Jahr, seit 2 Monaten ungefähr erst, die Beratung in 5 neuen Gebieten. Und hier schreibt das Land Schleswig-Holstein die Beratung aus, und 5 verschiedene Ingenieurbüros und die Landwirtschaftskammer übernehmen hier dann die Beratung. Und wir von der Firma Ingus sind hier von diesen 14 Gebieten, insgesamt in 4 Gebieten tätig. Das sind die Gebiete 4, 5, 7 und 13. Und damit man mal ein Gefühl für die Fläche bekommt, es sind im Jahr 2021 ca. 460 landwirtschaftliche Betriebe bei uns in der Beratung, die zusammen über 60.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften. Der Grundsatz in der Beratung ist die Freiwilligkeit. Also die Landwirte sind nicht gezwungen, an der Beratung teilzunehmen, sondern melden sich in der Regel freiwillig bei uns. Die ist für die Landwirte kostenlos und wir agieren fachlich unabhängig. Der wichtigste Punkt in der Beratung ist die einzelbetriebliche Beratung, also wo Landwirte von einem Berater, der jeweiligen Firma zuständig ist in dem Gebiet, einzelbetrieblich beraten werden. Hier gibt es eine sehr intensive Düngeberatung. Es wird flankiert von Maßnahmen zur Steigerung der Nährstoffeffizienz, wo auch Analysen zum Einsatz kommen, beispielsweise Nimm-Boden-Analysen, Wirtschaftsdüngeranalysen und eben noch andere Dinge. Und es wird eben auch auf dem Feld beraten, beispielsweise zur Bodenfruchtbarkeit, zur Erosionsvermeidung, also im Grunde alle Themen, die dazu führen, die Nährstoffeffizienz zu steigern und den Wasserschutz zu erhöhen. Die zweite Säule ist dann die Gruppenberatung, also wo beispielsweise über Rundschreiben, über Vorträge, Arbeitskreise, verschiedene Dinge Landwirte halt in Gruppen beraten werden. Genau. Und das Ziel natürlich dieser Beratung ist, die Nährstoffeinträge in Grund- und Oberflächengewässer zu verringern. Und ich möchte jetzt kurz in dem Vortrag einmal auf 2 Hauptpunkte eingehen in der Beratung. Das ist einmal diese intensive Düngeberatung und die Beratung eben zur Bodenfruchtbarkeit und Erosionsvermeidung. Und die Düngung, da werden ja die Nährstoffe letztendlich für den Landwirt eingesetzt, die bei uns in der Umwelt auch Probleme verursachen. Da gehen wir eben so vor, dass wir mit den Landwirten den Betrieb insgesamt in unser Programm einspielen. Das heißt, die Standorteigenschaften des Landwirts, die Schläge, die Kulturen, die er anbaut, der Betriebstyp, das wird alles abgebildet. Das fließen dann natürlich auch die bisherigen Beratungsergebnisse mit da ein. Die Erfahrung jeweils des Beraters und des Landwirtes sowie der Vegetationsverlauf.
diese Düngeplanung, wo man sich in der Regel im Winter zusammensetzt, da wird für den gesamten Betrieb die Düngung durchgeplant. Es wird geguckt, wie viel betriebseigene Dünger hat der Landwirt und werden in der Regel Proben gezogen, welche Nährstoffe in diesem betriebseigenen Dünger drin sind. Und es wird eben geschaut, wie man eben effektiv für den Landwirt und für den Gewässerschutz den Mineraldünger ergänzt. Begleitet wird das dann im Laufe der Vegetation durch begleitende Maßnahmen, wo man im Grunde dann auch nachsteuern kann, dass man die Düngeplanung, die man dann im Winter gemacht hat, gegebenenfalls nochmal anpasst. Und es leiten sich eben daraus auch dann Maßnahmen des Betriebes ab, beispielsweise zum Zwischenfruchtanbau oder den Angeln. Und Nachgang der Düngeplanung wird beispielsweise über Nährstoffvergleiche oder über andere Dinge auch eine Erfolgskontrolle erfolgen. Da das Ganze sehr komplex ist, werden die Daten im Programm bei uns eingegeben. Im Grunde einerseits für den Landwirt, dass er da rechtlich auf der sicheren Seite ist, weil eben diese ganzen Dinge, die da mittlerweile gefordert werden vom Gesetzgeber im Rahmen der Düngeverordnung, relativ komplex sind. Das heißt, er muss eben gucken, dass er in diesem rechtlichen Rahmen auf jeden Fall sich bewegt. Und wir gucken dann eben, dass wir im Rahmen des Gewässerschutzes ja diese Nährstoffeffektivität einbringen. Man sieht eben zum Beispiel, wie hoch sind die Bodengehalte des Landwirtes, muss er dann tatsächlich seinen Wirtschaftsdünger, den er hat, auf diesen Schlägen einsetzen, wo er es plant. Oder haben wir beispielsweise jetzt, wie in diesem Fall, da den Salbe für die Phosphordünger beispielsweise investiert. Und so sieht man eben im Rahmen der Düngeplanung, wie den Landwirten, wo man da noch Verbesserungspotenzial aus Sicht des Gewässerschutzes hat. Dass aber auch der Landwirt für sich im Grunde auf der sicheren Seite ist, dass er seine Erträge, die er sich dann auch realisieren kann. Hier sehen wir mal den Nährstoffeinsatz von Betrieben bei uns aus dem Beratungsgebiet 5. Datenbasis sind im Grunde Nährstoffbilanzen, also Daten zur tatsächlichen Düngung der Landwirte. Und in den oberen beiden Linien ist dargestellt der organische und mineralische Stickstoffeinsatz im Laufe der Jahre. Und in der grünen und der gelben Linie sind dargestellt der organische und der mineralische Phosphoreinsatz. Und hier sehen wir eben, dass man über die Jahre 14 bis 19 diesen Düngemitteleinsatz verringern konnte. Das heißt, jetzt im Rahmen dieser Jahre wurde der Stickstoffdüngemitteleinsatz beim Mineraldünger, also das, was der Landwirt zukauft, 29 Kilogramm in die Hektar gesenkt und der Zukauf von mineralischen Phosphatdünger 10 Kilogramm für 12,5 Hektar. Und in diesem Gebiet 5 werden beispielsweise jährlich ca. 180 Betriebe beraten, die über 25.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften. Zweiter wichtiger Punkt, gerade im Bereich Phosphat, also wo ja auch Nährstoffaufträge nicht direkt Düngung stattfinden, sondern auch über Bodenerosion, spielt dann dieses Thema Bodenschutz und Bodenfruchtbarkeit. Das heißt, wir können hier über eine gute Bodenstruktur eben eine Gefügestabilität erreichen und eine bessere Wasserinfiltration. Das heißt, dass Niederschläge, die auf die Flächen der Landwirte fallen, besser in den Boden einsickern können, dass wir so eben eine Verringerung der erosionsbedingten Phosphoreinträge erreichen können, die dann auch zu einer geringeren Phosphatbelastung der Gewässer letztendlich führen. Und für den Landwirt muss man eben gucken, dass man da diese Effekte nutzt. Das heißt, er profitiert ja auch davon, dass er dann eine Vergrößerung des befruchtbaren Bodenvolumens hat und dadurch potenziell eben stabilere und höhere Erträge. Und da muss man eben in der Beratung gucken, dass man hier diese Win-Win-Effekte, also wo Umweltschutz und Landwirtschaft sich auch positiv ergänzen, dass man die nutzt. Und das machen wir zum Beispiel jetzt im Bereich des Bodens durch erstmal eine Diagnose, das heißt, wir gehen auf die Flächen des Landwirtes, der gibt erstmal eine Erfassung und Bewertung des Bodenzustandes, also die Diagnose. Hierzu kommt nun seit diesem Jahr auch dieser Basis-Terra-Test zum Einsatz, den wir für das ganze Bundesland entwickelt haben, das heißt, mit einfachen Bodenmethoden wird dem Landwirt an die Hand gegeben, wie er den Bodenzustand
selber ermitteln kann. Und darauf folgt sozusagen dann die Therapie, also gegebenenfalls, wenn festgestellt wurde, die Bodenfruchtbarkeit lässt zu wünschen übrig, ich habe irgendwelche Probleme, muss man darauf abgestimmt natürlich bodenschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen einleiten, um im Grunde hier für den Boden voranzukommen. Jetzt gibt es eben beispielsweise auch den Praxisleitfaden, wo verschiedene Maßnahmen für die bodenschonende Bewirtschaftungsplanung sind. Und wie Herr Trepel schon dargestellt hat, können wir differenzierende Maßnahmen, wie beispielsweise die Anleitung von Gewässerrandstreifen, dann hier das Ganze noch unterstützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und stellen Sie gerne Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Schneider, für den interessanten Vortrag. Ich würde jetzt gerne gleich die allgemeine Diskussionsrunde eröffnen, sowohl Sachfragen an die einzelnen Vorträge als auch Diskussion dieses ersten Themenblocks, für das wir jetzt eine Viertelstunde Zeit haben. So, wer hat Nachfragen an die Referenten oder Diskussionsbeiträge? Ich sehe gerade noch keine Wortmeldung. Deswegen würde ich die Chance nutzen, einmal Frau Dr. Rücker nochmal zu fragen, wie Sie für die Anlage in Böbs die Prognose einschätzen, wenn die Erlen größer sind. Wie sieht da der Wasser- und der Stoffrückhalt aus? Ja, also der Wasserrückhalt wird eindeutig etwas höher sein durch die höhere Verdunstungsleistung. Das ist aber, wie wir gesehen haben, an der Wasserbilanz nicht der ganz ausschlaggebende Faktor. Man muss hier also zusätzlich noch ansetzen, entweder an zum Beispiel verschiedenen Überstauhöhen, die man einstellt, oder eben einer größeren Dimensionierung. Das Ganze basierte ja auf einer Berechnung von ungefähr 10 Hektar drainierter Fläche. Das ist also immer ganz schwer, die tatsächliche drainierte Fläche einzuschätzen, weil ja viele Drainagepläne gar nicht vorliegen. Das ist also ein Paket, an dem man noch arbeiten muss. Insgesamt wird der Stoffrückhalt aber sicherlich deutlich höher werden, weil Erlen haben ja jetzt im Wachstumszustand einen hohen Nährstoffbedarf. Das wird sich irgendwann so ein bisschen ausgleichen. Wir sehen jetzt schon erste Effekte von intraspezifischer Konkurrenz unter den Erlen. Also da gibt es einige, die kümmern so ein bisschen und andere wachsen dann besser, werden die auch sehr dicht gepflanzt. Es wird allerdings insgesamt, denke ich, auch im Boden durch die bessere Durchwurzelbarkeit, durch die Ansiedlung von mehr oder von vielgestaltigeren und diverseren Mikroorganismengemeinschaften zu einem höheren Rückhalt kommen. Ja, vielen Dank, Frau Rücker. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr König, sehe ich ja die Hand gehoben. Ja, genau. Ich hätte auch noch mal zwei Fragen zu der Pufferzone. Und zwar würde mich da interessieren, warum da auf Schilfbeete oder Schilfbereiche verzichtet worden sind. Und dann noch die zweite Frage, ob man dann jahreszeitlichen Verlauf sieht beim Nährstoffrückhalt. Also wenn dann im Winter die Aufnahme, die Biomasse nicht funktioniert, ob da dann der Nährstoffrückhalt einbricht. Oder ja, das würde mich interessieren. Ja. Also vielleicht erstmal zum Ersten, warum man auf Schilfbereiche hat man jetzt nicht verzichtet, weil die vielleicht weniger effektiv sind. Das ist hier einfach eine Anlage, es muss alles in 10 Meter Breite passen ungefähr, damit man eben innerhalb so eines Randstreifens arbeitet. Es gibt die gleiche Anlage tatsächlich auch mit der Möglichkeit, also dass man das mit Schilf bepflanzt. Es hat sich aber schon in Voruntersuchungen in Skandinavien gezeigt, dass Gehölze eben effektiver sind, um die Infiltration zu erhöhen innerhalb dieser Flächen, einfach durch die bessere Durchwurzelung des Bodens und dass eben in Zukunft dann auch dieses Material dort, also in Skandinavien wird das zum Beispiel so gemacht, dass diese Bäume auch teilweise dann forstwirtschaftlich wieder in die Nutzung gehen und man eben wieder neu anpflanzt. Also das war auch ein Aspekt, warum man die Gehölze wählt. Insgesamt haben Gehölze aber einfach eine höhere Aufnahme. Und insgesamt, ja gut, Schilf hat auch eine hohe Verdunstungsleistung, aber Gehölze
wir können das dann doch in diesem jungen Wachstumsstadium übertreffen. Insofern ist man da eben zu den Gehölzen gegangen und man hat eben auch noch positive Effekte, die man für das Gewässer erwartet hinsichtlich der Beschattung einiger Bereiche. Die andere Frage war, wie das im Jahresverlauf ist und ob die Retentionsleistung im Winter auch hoch ist, richtig? Und da war, sieht es jetzt so aus, dass ja im Winter die Hauptzuflüsse über die Drainage kommen und dort staut man natürlich auch so weit an, dass es weit bis ins Frühjahr reinreicht, dass man da also dann aber in dem Moment natürlich eher Bodenprozesse überwiegen im Abbau. Man hat dann ja zum Beispiel, was den Stickstoff angeht, durch längere Überstauphasen dann auch sehr, sehr schnell anaerobe Verhältnisse in der Bodenzone und dann überwiegt in dem Fall natürlich eine Denitrifikation. Das zeigt sich an unseren Untersuchungen, dass auch an den Konzentrationen, dass dort auch durchaus im Winter die Konzentrationen gering bleiben in den tieferen Bodenzonen. Das spricht ja auch dafür, dass die Abbauleistung da weiter stattfindet. Und wir haben bis jetzt noch keine größeren Durchbrüche gesehen, außer in einem Brunnen in der Mitte, wo tatsächlich ein höherer Sandanteil ist. Also da sieht man, dass es dann im Winter natürlich schneller mal zu einem leichteren Durchbruch kommen kann, als jetzt in den Bereichen, wo dann mehr Ton- und Lehmanteile sind. Ja, vielen Dank, Frau Rücker. Gibt es weitere Fragen auch in die große Runde oder Diskussionsbeiträge? Bettina, wie sieht es bei uns im Chat aus? Ja, es gab noch eine Frage im Chat und zwar geht es da um den Phosphorgehalt. Ich nehme an, das bezieht sich auf die Präsentation von Herrn Schneider, ob die 25 Milligramm pro 100 Gramm immer noch die maßgebliche Grenze in Schleswig-Holstein sind. Können Sie die Frage bitte nochmal wiederholen? Also hier geht es darum, ich sehe Phosphorgehalt über 25 Milligramm pro 100 Gramm und ob das immer noch die maßgebliche Grenze in Schleswig-Holstein ist. Ja, die Frage ist ja die Grenze. Was? Also im Rahmen der Phosphordüngung ist es in Schleswig-Holstein so, dass in jedem Fall immer die Abfuhr gedüngt werden darf vom Landwirt. Das heißt, selbst wenn wir in der Versorgungsstufe E ist, darf ein Landwirt noch voraussichtlich die Abfuhr düngen. Ab 25 Milligramm, da gab es mal diese Grenze bei dem Bodenproben, ja, also 25 Milligramm je 100 Gramm Boden, P2O5. Deswegen spielt diese Grenze im Grunde nicht so eine Riesenrolle. Oder wie war die Frage gemeint? Vielleicht, Darf ich dazwischen reden? Ja, bitte gerne. Ja, ich frage nur, weil das ist ungefähr doppelt so hoch wie das, was die VD Lufa 2016 mal empfohlen hat, nach der Broschüre Phosphor in der Landschaft, die Michael Trepel mit verfasst hat. Und ich denke schon, dass bei dieser Bodengehaltsklasse von 25 Milligramm pro 100 Gramm Boden permanente Überdüngung der schleswig-holsteinischen Böden, also vorprogrammiert ist. Wie sehen Sie das, Herr Trepel? Ja, Christiane, Michael Trepel ist schon in der nächsten Veranstaltung, der ist jetzt leider nicht mehr ansprechbar. Könnte jemand ansonsten die Frage übernehmen aus dem Auditorium? Also Schleswig-Holstein hat seine P-Bodengehalte angepasst. Und bei 25 Milligramm Bodenversorgung sind wir mittlerweile in Stufe D. Das heißt, wir sollten rein fachlich deutlich weniger Phosphor düngen, als was wir über die Ernteprodukte abfahren. Das heißt, wir sollten den Boden abreichern. Ich verstehe leider sehr schlecht. Also, wir haben ja bei 25 Milligramm Boden sind wir in Schleswig-Holstein mittlerweile in der Klasse D. Wir sollten aus fachlicher Sicht Phosphor deutlich weniger düngen, als was wir über die Ernterückstände abfahren. Das heißt, wir sollten den Boden an Phosphor abreichern. Bei 25 Milligramm.
So, aber rein rechtlich dürfte ich als Landwirt noch mehr düngen. So, diese beiden Sachen muss man natürlich betrachten. So, natürlich ist die fachliche Empfehlung bei hohen Bodengehalten natürlich weniger Phosphor zu düngen oder am besten gar nicht zu düngen, als das, was ich über meine Erdrückstände abfahre. Aber es gibt halt landwirtschaftliche Betriebe, die haben ihren Wirtschaftsdünger, wo eben natürlich gewisse P-Frachten da sind, die man ja auf die Flächen auch verteilen muss. Beantwortet das deine Frage, Christiane? Naja, also ich bin da etwas skeptisch, ob man da nicht noch ein bisschen, also ob man wirklich an dem Grenzwert für Schleswig-Holstein nicht arbeiten müsste, politisch. Das ist ja das eine. Das andere, was Herr Schneider gerade sagte, ist, dass Sie ja dahin beraten, deutlich weniger auszubringen, deutlich mehr auszutragen über die Entnahme der Ernte. Also insofern ist es ja das gleiche Ziel, was wir haben. Ja. Also man müsste im Grunde daran arbeiten, dass man sagt, man darf immer mindestens die Abfuhr düngen. Weil die Empfehlung, die ausgesprochen wird von der Kammer und auch von uns, die ist ja deutlich geringer. Aber ich darf ja unabhängig im Grunde vom Bodengehalt immer mindestens die Abfuhr düngen durch die Düngeverordnung. Das gibt sie ja so vor. Daran müsste man halt, wenn man das ändern möchte, arbeiten. In dieser Regelung. Genau, das ist, glaube ich, der Ansatz, Christiane, den du jetzt angeregt hattest damit. Ja. An dem Grenzwert zu schrauben. Ja? Naja, ich würde vielleicht auch auf den Ertrag schauen. Und der Ertrag ist ja, das weiß man ja, der sinkt nicht, wenn man wesentlich weniger düngt. Das könnte man den Landwirten ja auch erzählen und sie das mal ausprobieren lassen. Unabhängig davon, was in Schleswig-Holstein, also dieser Bodengehaltsklasse viel zu hoch ist für C im Augenblick noch. Okay, gut, ich glaube, wir brauchen die Diskussion jetzt nicht weiterzuführen. Okay, Dankeschön. Gibt es vor unserer Pause noch was zu klären, zu diskutieren, noch Nachfragen? Bettina, vielleicht auch nochmal bitte den Blick in den Chat rein, ob da noch was unterwegs ist. Nee, es gab nur noch eine Frage an den Herrn Trepel, aber ich denke, da ging es jetzt auch um den Phosphor. Ansonsten können wir die Fragen, die noch da sind, vielleicht dann auch einfach nach dem zweiten Block in die zweite Diskussionsrunde mit reinnehmen. Vielleicht kommen dann auch nochmal neue Themen dazu. Das können wir gerne machen. Dann würde ich die erwähnte Pause jetzt starten. Entlasse Sie in eine 10-minütige Pause zur Rekreation, Augen mal weiten. Und wir würden uns pünktlich bitte um 3:50 für den zweiten sehr interessanten Themenblock auch wieder am Computer zurechtfinden. Bis dahin. Genau. Sie können einfach hier in der Veranstaltung drin bleiben und dann sich nachher einfach wieder das Mikrofon oder die Kamera anmachen, genau.